Lächeln. Long-Covid, wer ist am stärksten betroffen? Guten Tag, mein Name ist Frank Weise. Ich bin der medizinische Rentenberater bei Rentenbescheid 24 und bin verantwortlich für den Bereich Erwerbsminderungsrente. Was wird über die Betroffenen ausgesagt? Die AOK Nordost, das ist Mecklenburg-Vorpommern überwiegend, hat ihre Versicherten untersucht und geprüft, welche Berufsgruppen denn von Long-Covid-Verläufen am stärksten betroffen sind. Besonders Erzieherinnen sind mit etwa 1,1% am stärksten betroffen gegenüber dem Durchschnitt der Menschen von 0,7%. Die Ausfallzeit betrug dabei durchschnittlich 7,5 Wochen. Dies deckt sich natürlich in der Regel nicht mit unseren Mandanten. Dort sind eher 12 Monate im Moment schon und länger Zeiten, zum Teil auch schon nach Covid-1, also vor 2019. Weiterhin stark betroffen, werden alle wissen, sind Pflegekräfte im Krankenhaus, in den Pflegeeinrichtungen natürlich, die neben Mitarbeitern im öffentlichen Dienst und auch in der Sozialverwaltung durch viel Publikumskontakt betroffen sind. Zum Alter. Das Alter der Arbeitnehmer, besonders mit starken Verläufen, liegt über 60, die oft schwere oder mittelschwere Verläufe haben mit langandauernden Nebenwirkungen von fast durchschnittlich 11 Wochen Krankheitszeiten. Jüngere Beschäftigte, die so bis 30 sind, haben in der Regel nur circa die Hälfte an Zeit gebraucht bei einem Long-Covid-Verlauf. Wurde also kein Post-Covid-Verlauf. Sind dann wieder arbeitsfähig gewesen und konnten wieder einsteigen. Lieber Frank, ich freue mich doch, dass du so ein wunderbares Video drehst. Kannst du unseren geneigten Kunden einfach noch mal ganz kurz sagen, was ist denn mit den Leuten, die Long-Covid haben und dazu auch noch eine Fatigue haben im Long-Covid-Bereich? Macht das da Sinn, eine aktivierende Reha-Maßnahme durchzuführen? Kannst du uns dazu noch mal ganz kurz was sagen? Denn ich glaube, liebe Kundinnen und Kunden und Zuschauer, unser Frank Weise kann Ihnen da wirklich richtig viel dazu sagen, denn der hat in diesem Bereich wirklich echt Ahnung. Lieber Frank. Danke, lieber Peter. Ich kann hierzu natürlich noch was sagen. Eine Reha macht natürlich Sinn, wird auch empfohlen, wenn aus dem Long-Covid-Verlauf ein Post-Covid-Verlauf wird. Das heißt, es dauert länger als 3 Monate. Viele Betroffene waren sicher auch schon zur Reha, zum Teil erfolgreich, zum Teil enttäuscht, weil ihre spezielle Post-Covid-Beschwerdelage aus dem Bereich der internistischen Belastungen, der kardiologischen Belastungen, der psychosomatischen, zum Teil auch orthopädischen Belastungen nicht hinreichend, sagen wir, gebessert wurde, dass man sagen würde, okay, nach einer Reha, ich bin wieder arbeitsfähig. Ja, und dann treffen die Menschen die Entscheidung, entweder uns zu kontaktieren oder eigene Rentenanträge zu stellen. Also, ich will damit sagen, die Reha kann helfen in vielen Fällen, und das sind die Menschen, mit denen wir dann Kontakt bekommen, hilft sie eben nicht. Und der Post-Covid-Verlauf wird entweder schlimmer durch übermäßige Aktivierungsversuche der ja, fatiggeschwächten Versicherten, ja, oder aber es gelingt tatsächlich, weil sachgerecht gearbeitet wurde oder der Zustand des Versicherten einfach passte, dass er profitieren konnte. Danke, lieber Frank. Super Nachrichten oder super Informationen. Jetzt noch zum Abschluss vielleicht bitte noch einen kleinen Hinweis an unsere Kunden. Wirst du unseren Kunden in nächster Zeit vielleicht noch ein bisschen was zum Thema Fatigue, Long-Covid, Krebserkrankung, neurologische Erkrankung im Zusammenhang mit Erwerbsminderung und vielleicht auch noch mal gutachterliche, also Vorbereitung zu einem Gutachten, Coaching und so weiter. Steht da noch irgendwas an in den nächsten Tagen, nächsten Wochen, nächsten Monaten? Was hast du noch vor? Kannst du da noch mal kurz was sagen, dass die Leute sich vielleicht auch ein bisschen darauf vorbereiten können und in gespannter Erwartung sind auf deine super Ausführungen? Danke für die Anregung nochmal. Wir bereiten, in dem Fall ich bereite vor, natürlich dieses große Thema, was schon als Welle bei uns angekommen ist, zum Thema eben Post-Covid, nicht Long-Covid. Post-Covid ist dieses
Thema, wenn es länger als 3 Monate nicht zur Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit kommt. Ein wesentlicher Teil ist natürlich ein chronisches Fatigue-Syndrom, also eine Schwäche, wo Menschen trotz Nachtschlaf über 12 Stunden am Tag viele Ruhepausen brauchen, allerhöchstens so geordnet noch, wenn sie mal einen guten Tag haben, 1 bis maximal 2 Stunden leichte Dinge tun können, ansonsten psychophysisch völlig erschöpft sind immer und die Umgebung das gar nicht verstehen kann in der Regel. Dies spielt natürlich rein zu meinem Herzensthema onkologische Erkrankungen, Zustände nach Therapie. Die Menschen haben Krebserkrankungen mit starker schulmedizinischer Unterstützung überlebt, aber nach dem Motto Operation gelungen, Patient tot, sitzen die in der Ecke und können nicht mehr ins normale Alltags- oder Berufsleben zurückkehren, weil sie völlig geschwächt sind durch die starken, leider notwendigen medikamentösen Nebenwirkungen und die Nachwirkungen der Erkrankung. Und weiter vor allen Dingen für alle Betroffenen, die einfach nicht wissen, was sie denn ihren Ärzten aus sozialmedizinischer Sicht erzählen sollen, stimmen wir dies ab, damit die Krankheitsbilder beim behandelnden Arzt anständig repräsentiert sind. Gleiches in Fortsetzung, wenn gutachterliche Sachaufklärung nötig wird, die Gutachter der Rentenversicherung oder dem Gericht Bericht erstatten sollen, kommt es ja darauf an, dass man seine Erkrankung ordentlich darstellt in ihren Auswirkungen, in Alltag und auf die Leistungsfähigkeit. Dort wollen wir helfen und sensibilisieren, damit man nicht glaubt, man ist dort nicht mit den Gutachtern auf Augenhöhe und kann dort als Proband sich nur, sagen wir mal, schlecht darstellen im Sinne solcher wichtiger, wirtschaftlich wichtiger Termine für den Betroffenen. Super Nachrichten. Ich gehe mal aus dem Bild raus. Ich wünsche allen alles Gute, einen frohen 1. Mai oder wenn wir uns dann nicht sehen, dann etwas später einen schönen Mai auf jeden Fall. Wir hören voneinander. Vielen Dank an den Chef des Hauses. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Seien Sie gespannt, was wir in der nächsten Zeit an Informationen bereitstellen, damit Sie Orientierung bekommen, sich Hilfe suchen. Bitte nicht allein so ein Verwaltungsverfahren, auch dazu sagen wir was, angehen. Das überschaut man in der Regel nicht. Suchen sich regional Hilfe, spezialisierte Rentenberater oder Rechtsanwälte oder kommen Sie gern auch zu uns, in dem Fall zu mir oder zum Rechtsanwalt Peter Knöppel, der Ihnen ja bekannt ist. Ich wünsche Ihnen weiterhin eine gute Gesundheit. Tun Sie was dafür möglichst. Ganz herzlich, Ihr Frank Weise von Rentenbescheid 24.